Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen die wichtigsten und nützlichsten Funktionen von Werkmaterial online. Mit diesem Tool können Sie Kennwerte ganz gezielt und detailliert vergleichen. Sie möchten schnell einen Überblick über alle vorhandenen Datensätze erhalten? Je nach Interesse und Bedarf können Sie die Objekte nach Preis und Bezugsmenge, Kostenart, Großregion, Objektart oder auch nach Zeitpunkt der Fertigstellung, Gemeinde, Architekt oder anderen Projektbeteiligten filtern. Wählen Sie zum Beispiel die Objektart Wohnen. So gewinnen Sie schnell eine Übersicht über mögliche Vergleichsprojekte. In der Objektansicht finden Sie alle Fakten zu einem Projekt. Erstellungsort und Zeit, Beteiligte, Infos über Konstruktion, Gebäudetechnik sowie städtebauliche, konstruktive und architektonische Rahmenbedingungen. Die Flächenklassen werden nach den gängigen Schweizer Normen und Standards dargestellt. Die Energiekennwerte ermöglichen einen Vergleich der energetischen Performance und liefern zusätzliche Hintergrundinformationen für die Kosten. Unter der Rubrik Kennwerte sehen Sie die Baukosten auf Stufe BKP übersichtlich gelistet. Die Kosten werden in absoluten Beträgen oder prozentualen Anteilen dargestellt und lassen sich nach Großregionen und Preisstand umrechnen. Übrigens, jedes Objekt ist auch mit Bildern und Plänen dokumentiert. Das Control Panel liefert einen statistischen Überblick aller in der Datenbank erfassten Projekte. Sie können eine gewünschte Objektart auswählen, um Angaben zu deren geografischen Streuung in unserer Datenbank zu erhalten. Oder Sie können die statistischen Daten nach weiteren Kriterien eingrenzen. In diesem Beispiel nach der Bauweise Holzbau. In der Rubrik Projektvergleich können Sie Ihr Referenzprojekt mit drei weiteren Projekten vergleichen. Mit Klick auf den Link Datenblatt öffnen werden die wichtigsten Informationen aller vier Projekte in einer übersichtlichen Darstellung eingeblendet. Sie können das Referenzprojekt und auch die drei Vergleichsprojekte jederzeit ändern, indem Sie den Cursor über die grauen Datenpunkte bewegen und ein Projekt mit wenigen Klicks in Ihre persönliche Auswahl übernehmen. Werkmaterial Online kann aber noch mehr. Mit dem Analysetool nach Kostenart können Sie Ihr Projekt mit anderen vergleichen oder die eigenen Kosten besser einschätzen. Das Streudiagramm liefert wichtige Erkenntnisse. Es stellt alle erfassten Objekte in Abhängigkeit von Größe und Kostenkennwerten dar. Die Kennwerte können nach Kriterien wie Objektart, Lage, Größe, Umfang oder Bauweise eingegrenzt werden. Indem Sie den Cursor über einen Datenpunkt bewegen, erfahren Sie detaillierte Infos zum jeweiligen Objekt. Über die Datenblätter können einzelne Objekte wiederum gezielt verglichen und analysiert werden. Das Analysetool nach Gliederung liefert ebenfalls interessante Fakten in Form eines Streudiagramms. Dieses stellt alle erfassten Objekte in Abhängigkeit von Größe und einzelner Position in BKP und eBKPH dar. Über den entsprechenden Filter, zum Beispiel die Position Rohbau, können Sie Objekte im Detail vergleichen. Im Objekteditor können Sie Ihre eigenen Projekte und Kennwerte erfassen, verwalten und mit anderen Objekten in der Datenbank direkt vergleichen. In der Projektübersicht können Sie ein neues Projekt anlegen oder bestehende editieren und löschen. Unter dem Button Datenblatt sind die Fakten, die beteiligten Personen und Firmen sowie Beschreibungen eines Projekts hinterlegt. Auf der Seite Flächen und Volumen können die Werte nach verschiedenen Baunormen erfasst werden. Die Seite Geschosse dient dazu, Informationen über die Geschossflächen sowie Nutzflächen und Zwecke einzelner Etagen abzubilden. Kein Projekt ohne Kostenkennwerte. Diese können entweder manuell oder bequem mittels CSV-Import hochgeladen werden. Neben den wichtigsten Energiedaten haben Sie weiter auch die Möglichkeit, Fotos und Pläne Ihres Projekts hochzuladen.
Das war eine Kurzeinführung in die Online-Datenbank Werkmaterial Online, einer Kooperation von CRB und Werk Bauen und Wohnen.